Nun haltet doch mal an. Haltet doch mal an, wir wollen doch alle nur Freunde sein, oder? Oder wollen wir keine Freunde sein? Ich glaube, die Schweinereiter, die wollen keine Freunde und sie halten auch nicht an. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir, dem Thorsten Gattuso, beim Clan Bettaste. Ja, schauen wir uns diesen R8-Angriff gleich mal zu Angriff an. R8 ist ja eher selten bei uns. Wir haben hier aber so ein, zwei neue Rathaus-8er dazu gewonnen. Und ja, da gehen die natürlich mit in den Clankrieg rein. Ihr habt sicherlich schon mal bei uns beobachtet, dass wir auch einen relativ hohen Rathaus-8er haben. Was heißt hohen? Mit Level 253 oder 54. Der Rabbit war aber lange in einen Rack and Leaf Clan, also hat sehr, sehr viel gespendet, hat sehr, sehr viel Clankriegsterne gesammelt, weil er einfach sich gesagt hat, ich mache hier Rathaus 8, mache auch mal einen Ausflug in die Legende. Und das ist aber gewesen mit diesem Account. Manchmal wird man ja darauf angesprochen, Faker oder wie hast du das gemacht etc. Aber wir schauen uns erstmal den Angriff an. Nach dem Locken geht es hier jetzt erstmal so ein bisschen mit dem King rund. Ich denke mal, schade auch, denn der gegnerische King sollte sicherlich den King hier unten bekommen. Aber der sprang dann leider doch wieder in die Mitte. Und jetzt geht das hier mit Hawks rein, mit Level 4 Hawks durch diese Base durch. Ja, und auch hier ein kleines Clankriegsdrama. Clankriegsdrama nicht, aber Clanburgdrama, wie bei mir die Tage. Also hier nicht ganz alles gelockt. Jetzt kommen auch noch die Skelette dazu. Also alles, was Hawks nicht mögen, ist hier jetzt natürlich am Start. Hier unten jetzt schon mal oder überhaupt erst eine Bombe. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Bomben sind. Und das ist auch die Szene aus dem Vorspann, wo den Hawks wirklich alles folgt. King folgt, Skelette folgen und auch die Bogenschützinnen folgen. Ja. Aber Hawk Rider ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, die bleiben immer nur kurz stehen, wenn irgendwas kaputt geht. Und ansonsten ist natürlich jede Truppe hier in Clash of Clans, in Clash of Clans ein bisschen in Bewegung. Also es gibt hier keine Truppe, die irgendwie mal so rumsteht, so nach dem Motto, so, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt eine Defense oder mache ich jetzt eine Offense? Mal gucken. Sondern hier ist immer Dynamik drin, immer Bewegung drin und die Bewegung ist jetzt sicherlich auch in der Mitte, nämlich mit dem King und mit den Massen an Schweinereitern hier. So geht das hier auf jeden Fall sauber durch und die ersten kümmern sich schon mal um King. Jetzt kommt noch so einen ganzen Haufen dazu. Zack, da ist er weg. Ja, das geht dann wirklich schnell, wenn du noch genug hast. Es gibt natürlich auch Angriffe, die habe ich hier auch gesehen. Da sind es nur noch so zwei, drei und dann tut so ein King ganz schön weh. Muss ich sagen, aber hier hat das Cleanup dann auch funktioniert mit den Bogies und dann noch die Bauhütte hier. Toller Prank hier am Ende. Okay, da sind also Bomben. Da ist Riesenbombe 2 und 3. Ihr seht, alle drei liegen hier unten auf der Ecke. Das hat der Gegner aber sicherlich erwartet, dass man da unten reingeht mit Schweinen oder was auch immer. Schöne drei Sterne hier von RDM Luca bei uns im Clan. Wette ist, den Clankrieg haben wir leider verloren. Mit 87-84. Man muss einfach ganz klar sagen, Gegner war diesmal etwas besser, hatte das glücklichere Händchen und ist aber alles nicht so schlimm. Eine Niederlage kommt immer nach oder vor einem Sieg. Nee, eine Niederlage kommt nach einem Sieg. Ja. Meistens nach einem Sieg oder nach einer Niederlage. Bei uns in dem Fall nach einer 7er Siegesserie. Und ihr habt es ja auch im Thumbnail gesehen. Was ist denn hier im Shop los? War ja gestern in einem Stream drin und habe gedacht, Alter, was, das geht ja gar nicht. Und die kamen so nach und nach. Ich hatte erst eins. Das war, glaube ich, der Bilderboost. Das hatte ich, glaube ich, zuerst. Und plötzlich kam dann noch das Spring, also das Frühlings-Special mit dazu. Da habe ich gedacht, Alter, du kannst ja jetzt nicht einloggen. Da kriegst du richtig Schiss hier. 10 Mauernringe, eine Rune auf Dark Elixir. Fühlt dein Dark Elixir. Und zwar im Heimatdorf. Also ihr müsst das auch mal umklappen hier. Viele haben ja gedacht, ah, das ist wieder Dunkeldorf. Nein, nein, das ist Heimatdorf. Und der Hammer ist, the offer can be purchased 10 times. 10 Mal kann man sich dieses Angebot kaufen. Das ist echt der Hammer. Also nicht einmal, nein, 10 Mal. 10 Mal das Angebot und 10 Mal dieses Angebot. Also Supercell lässt sich hier richtig, lässt richtig einen raus. Und diesmal passen die Angebote aber auch zusammen, muss ich sagen. Book of Building, Bilder Potion und Gold. Das passt.
Ich hatte auch schon ein Angebot, das hat überhaupt nicht gepasst. Das war, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war irgendwie das Heldenbuch mit Elex. Mit, weiß ich nicht, 8 Millionen Elex oder so. Das passte so gar nicht voreinander. Und denn für einen Helden brauchen wir natürlich kein Elex. Aber wir nehmen mal so einen hier mit, glaube ich. Ich bin so ein bisschen natürlich immer noch weiter am Farm und ihr könnt euch ruhig mal outen in den Kommentaren. Habt ihr euch diese Angebote schon mal geholt? Oder überhaupt Angebote genutzt? Habt ihr dieses ganz spezielle Angebot genutzt? Also ich kann das Angebot einfach nicht nutzen, weil ich habe, ja, ich habe kein Geld. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber im Moment sehe ich, ich sehe nicht so den Sinn darin, mir dieses Angebot zu kaufen, obwohl ich das ein oder andere schon gerne hätte, muss ich gestehen. Also da bin ich ja auch nur ein Mensch und da muss ich wirklich sagen, ah, die sind, ey, die sind so krass. Die musst du unbedingt nehmen. Und ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich gebe das Geld einfach mal aus oder vielleicht verdiene ich es ja noch, indem ich mich einfach, ich kann, ich, ja, das wäre jetzt die dickdreiste Toto-Clash-Methode. Ich setze mich einfach am Sonntag hin, hau einen Stream raus und nach dem Motto, wir suchen eine Spende für Clash of Clans-Pakete. Das wäre natürlich super dickdreist. Okay, den haben wir jetzt schon auf Null, allerdings kann ich diese Armee nicht wirklich gebrauchen. Ihr kennt das. Du kannst eine Armee nicht gebrauchen. Also die nächste, die jetzt kommt. Und deswegen verbrate ich diese Truppen hier in der Regel gänzlich. Das heißt, den einen, der eine Bowler da ist mir wohl irgendwie so reingerutscht hier. Mal gucken, ob wir hier, mal sehen, wo meine Kobis noch reingehen. Jetzt mal so ganz heldenlos. Schade, die gehen da aufs Lager. Wenn die jetzt aufs Rathaus gegangen wäre, dann wäre das Rathaus weg gewesen. Ist nicht so schlimm. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe hier, glaube ich, ein Clanspiel angenommen. Müsste ich gleich mal checken. Oder haben wir hier noch drei Magier? Ah, die können noch was holen. Ne, drei Magier auf so eine Queen hier packen die auch nicht, oder? Ah, packen die auch nicht. Naja, die gehen erstmal auf die Hütte und jetzt gehen sie aber auf die Queen. Aber die Queen ist eine Level 1 Queen und auch zu stark für unsere Magier. Ist nicht so tragisch. Wir haben jetzt 374.000 hier im Pott. Ich glaube, ich habe ein Clanspiel angenommen. Das Vista ist ein Clanspieler. Sammel ganz, ganz viel Gold. Ah, naja, okay. 500.000 Gold. Ich denke, das ist in jedem Fall drin. Da sammle ich mit meinen Kobolden eigentlich in einen Angriff. Oh, jetzt kann ich die gar nicht trainen. Was ist denn das? Ach so, weil der zu viel da ist. Da ist die Funny Farm Army. Und wo wir schon mal hier sind, begrüßen wir hier jemanden im Video. Jetzt muss ich mal schauen, wer es ist. Es ist der Diego 17. Hat sich bei mir in die Kommentare verewigt, hätte ich fast gesagt. Es sind noch ganz, ganz viele da. Also ich weiß nicht, wie ich die hier in meinen Folgen immer abarbeiten soll, aber es ist ein Rathaus 8. Und ja, ich glaube, er ist noch nicht so lange Rathaus 8, hat die Schweinereiter auf 7 nicht gemacht. Warum auch immer, gerade best troop ever. Im Moment voll die OP-Truppe. Also ich habe Angriffe hier mit Hox gesehen. Die sind wirklich, ich will nicht sagen episch, aber ich werde so eine Truppe mal mit meinen RH9ern machen oder mit meinen RH10ern und dann wisst ihr, wovon ich spreche. Aber wir sehen hier ein Rathaus 8 Dorf, was sicherlich noch nicht so lange Rathaus 8 ist. Und er ist hier gut am Ausbauen. Okay, die Air Defense geht hier vermutlich verständlicherweise noch nicht hoch. Hier wird erstmal ein bisschen was nachgebaut. Die ersten Kanonen werden hier gebaut. Und was läuft hier im Moment? Ah, die dunkle Baracke. Okay, die zweite. Ja, sollte man auch haben, wenn man etwas schneller Truppen haben will. Aber damit schaltest du erstmal nur die Lakaien frei. Danach noch ein Level für die Hogs. Aber die solltest du in jedem Fall machen. King ist schon auf 6. Ich denke, dafür sammelt der Diego auch das ganze Gold hier. Und die Base sieht für eine Rathaus 8er Base eigentlich auf dem ersten Blick ganz gut aus. Luftabwehren werden immer so ein bisschen mit von den Magertürmen unterstützt. Allerdings auf einer Ecke ja nie, weil es nicht ganz passt. Dafür bräuchte der Rathaus 8er entweder drei oder ein Magierturm mehr oder eine Luftabwehr mehr. Aber auf der Ecke passt das hier immer wieder so ein bisschen unterstützt mit einem Bogenschützenturm. Die stehen hier auch alle schön außen, also so ein bisschen auf Farm ausgelegt. Ist halt eine typische, hätte ich fast gesagt, Farmbase. Und er hat auch schon einmal in dieser Saison verteidigt oder halt einen Drop gekriegt, was er natürlich echt wenig hat. Kriegsstern. Also gerade wer mit Clash of Clans anfängt und ich glaube ab Rathaus Level 4 kannst du ja Klankriege mitmachen oder Rathaus 3, ich weiß es gar nicht genau.
muss ich mich mal wieder schlau lesen. Das ist wirklich schon ein bisschen mau, aber vielleicht ist er jetzt auch nicht so der super Klatschspieler. Aber der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also er wird schon merken, dass er die dunklen Truppen mit hochmachen muss, gar keine Frage. Und wir stürzen uns nochmal hier so ein bisschen ins Getümmel rein. Nein, nicht ins Nachtdorf. Nein, nicht ins Nachtdorf. Ich wollte euch nur einen Update-Status geben. Ein Tag 22, habe ich endlich gepackt, dass mir jetzt endlich auch die Bilderroll hier angezeigt wird, sie zu machen. Ich hatte ganz vergessen, Gemmine und die Airbombs. Ich habe das die Tage, glaube ich, gesagt, dass ich nur noch die Firecracker brauche, also die Luftabwehren. Nein, ich brauche die Airbomb oder diese Airmine auch noch. Oder ich nenne sie ja immer dicke Tonne. Das ist diese hier, ne, weil hier halt so Tonnen rauskommen. Und keine Panik, wird kein Nachtdorfangriff. Keine Panik, ich habe das gestern mitgekriegt. Toto, Nachtdorf kannst du gar nicht bringen. Ja, weiß ich. Weiß ich, kann ich aber wirklich nicht bringen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Gold wir hier in den Clan-Spielen brauchen. Also mal schauen, was wir hier noch so reißen können. Boah, der sieht eigentlich schon ganz gut aus. Oh, da brauchte ich gar nicht so lange suchen. Und schon hatte ich so einen netten Gegner hier. Oh, ich habe hier die starke Armee am Start. Ich wechsle ja immer. Das habt ihr vielleicht schon mal bei mir beobachtet. Ich wechsle immer zwischen Kobolden und einer, ja, ich nenne sie immer etwas besseren Armee hier, wo ich mal so ein bisschen was rausschleuder, wo ich einfach mal so ein bisschen andere Truppen nehme als immer nur Kobolde. Also das habe ich auch schon öfter gesagt, das langweilt mich auch extremst. Immer nur Kobolde, genauso würde mich natürlich auch so ein Angriff hier, wenn ich ihn immer machen müsste, immer nur hier mit Farme. Oh, was mache ich denn jetzt? Ja, super. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Tolle Wurst. Mal gucken, aber vielleicht kriege ich die ja noch so richtig in Wut hier, die Mauerbrecher. Ja, wunderbar. Gerade noch so gerettet das Ganze hier. Dann nehmen wir hier die Riesen mit rein. Wir nehmen hier einmal drei von denen und die Bola. Ah, warum gehen die? Na komm, mach das Lager weg. Die Bola sollen doch da mit in die Mitte gehen. Eieiei. Dann lasse ich die ja auch mit raus. Und wen haben wir vergessen? Den haben wir den Dicken gleich wieder vergessen. Okay, wo können wir denn eigentlich springen gleich mit meiner Meute? Hier hinten. Gucken wir mal, ob die überhaupt so weit kommen hier. Ich verbrauche jetzt... ich habe ja schon echt viele Zauber verbraucht. Das ist ja doof. Okay, dann muss ich erstmal hier in der Mitte heilen. Anstelle wuten. Ich mache erstmal heil. Und mal sehen, wenn jetzt gleich ganz, ganz viele Truppen da hinten auf der Wutecke sind, dass die dann springen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht... entspannt. Ganz entspannt hier. Oh. Da hinten ist noch eine Luftabwehr außen. Ich wollte da gerade mein Baby dran setzen. Aber ich glaube, den brauche ich gar nicht mehr setzen. Denn die Truppe rockt das auch so hier. Jo. Ja, sieht ganz gut aus. Ja. Also Sonntag vielleicht ein Stream. Ich denke, also ich habe das so ein bisschen so in meinen Plänen drin. Ich weiß nicht, wie die anderen YouTuber im Moment mit ihren Streams versorgt sind, beziehungsweise wann sie es planen. Ich wünsche mir eigentlich auch so einen kleinen Stammtisch. Ne? So einen kleinen Streamer-Stammtisch, wo man sich einfach austauscht. So einfach über Termine austauscht, dass man sich dann nicht gegenseitig in die Quere kommt. Und ja, das haben wir ganz gut gemacht. Ich baue die Truppe, baue ich die eigentlich nach? Das habe ich hier zu viel wahrscheinlich eingift. Ja, ich nehme die mal nach hier. Jetzt habe ich zwar... Das mache ich so. Ja, so machen wir das. Und wir haben noch einen zweiten... Ja, wir haben natürlich noch einen Besuch hier in der Folge. Ich habe noch einen für euch. Das ist diese Tag hier. Ganz getreu dem Motto, hahaha, besuch mal diesen Account und bewerte ihn. Affe, 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 Smiley, Smiley sehe ich da bei mir. Der Muso Gaming oder Moose Gaming bei mir aus den Kommentaren. Heißt ja auch tatsächlich Moose im Clan Heino-Kenner. Und jetzt sage ich dir mal genau, was ich von so einem Scheiß halte hier. Ist gleich wieder ein D-Abo mehr. Also toll. Er hat die Heldenmaxed. Er hat die Heldenmaxed. Er hat ein paar Truppenmaxed, also mit denen man so angreift. So ein bisschen was von jedem. Sieht aber ganz gut aus. 916 Sterne hat er immerhin. Scheint er ja im CK was zu können. Aber die Base ist natürlich Schrott. Gar keine Frage. Die Base ist Schrott. Ich weiß nicht. Also die zwei Defenses, die können ja nur durch Drops gekommen sein. Immerhin, so ein paar Kanonen sind ja dabei. So ein Bogenschützenturm sehe ich hier. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen mein berühmtes Stream. Zeichen mit der rechten oder linken Hand. Ich weiß nicht, seid ihr Rechts- oder Linkshänder? Ich kann es auch beidseitig, also kannst du dir einen drauf lassen
Und damit habe ich dich jetzt auch mal besucht. So, ich mache mit euch das schnellste Clanspiel ever. Hier 50 Heldenlevel von einer Queen. Mal sehen, wie lange wir dafür tatsächlich brauchen. So, da ist schon mal die erste. Da ist die zweite. Die 7 nehmen wir mal eben mit hier. Die sind ja wirklich super, super leicht. Ah, eigentlich schade. Ein Spiel hätte ja sogar gereicht hier in dem Fall. Weil die 50er, die 50er hier nehmen wir in jedem Fall kurz mal mit. Und damit sind die Clanspiele hier, nein, natürlich nicht die Clanspiele, sondern das Clanspiel einfach nur um. Ich meine, das waren jetzt mal eben 3 Stück. Das hat keine paar Minuten gedauert. Dann ist natürlich so ein Clanspiel hier drin. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen was Richtiges machen. Ich meine, was ist hier richtig hier? Mache König, mache Helden, mache Queen, mache Warden. Ist ein bisschen mau, aber ich denke mal, wir nehmen dies hier und farmen noch einen Angriff hier für unseren King hier rein. So, hier ist unser Opfer. Jetzt muss ich eben mal die ganzen Tablets hier ausmachen. Die stören ja denn doch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das manchmal hört, aber eigentlich ist mein Mikro so extrem empfindlich eingestellt, dass man eigentlich keine Außengeräusche hören kann. Also selbst wenn hier jemand ins Zimmer reinkommt und hier mal so laut Papa ruft, sollte das eigentlich nicht zu hören sein. Ja, ich meine, outet euch, wenn ihr diese Angebote schon genutzt habt. Outet euch ruhig. Es ist nicht schlimm. Ihr müsst nicht traurig sein, dass euch dann andere annölen, so nach dem Motto Gamma und so weiter. Kann man alles durchaus machen. Und ihr habt das ja gesehen, das Clanspiel von eben, das war so billig. Das kannst du nur machen, wenn du so tief in der Liga bist wie ich hier. Dann kannst du das einfach mal machen, mal eben 3 Angriffe verlieren und einfach ein paar Pukis verlieren. Das macht kein Mensch in der Legendenliga. Mal eben 3 Angriffe verlieren und dann Pokale verlieren. Das sind ja, ich weiß nicht, das können ja mal locker 140 Pokale sein oder so, die man da echt verliert. Und der hat natürlich jetzt keinen Warden für mich, aber hat noch einen Rathaus in der Mitte. Aber mal sehen, ob wir das noch kriegen. So hole ich mir dann immer so ein bisschen ein paar Pokale zurück, wenn es denn klappt. Ich nehme jetzt auch mal meine Helden mit, denn die können ruhig mal eine Mütze Schlaf gebrauchen. So, Held 1, 2, 3. Und jetzt die ganze Meute hier noch reinschicken. Das ist doof. Hier geht ja jetzt nichts in der Mitte zum Rathaus der Begierde. Die laufen noch nach da. Jetzt müssen die müssten jetzt eigentlich. Och komm, ey, Kobolde, was ist denn mit euch los? Ah, okay, alle Lager draußen. Na. Ist dann das Rathaus doch nicht so der Superort hier, der Begierde, so nenne ich das ja immer. Und ich weiß gar nicht, wo mein King jetzt gerade rumeiert. Ah, da hinten ist der, okay. Da hinten ist der King. Und kriege ich denn das? Keiner nimmt das Rathaus. Ah, doch, der Warden nimmt den Sprung. Aber ich meine, er springt sowieso über Mauern. Aber keiner nimmt den Sprung hier und nimmt das Rathaus für mich mit. Naja gut, dann nehmen wir hier die Queen nochmal in Beschuss und holen uns hier die letzten Prozente oder holen wir uns nicht doch noch das Rathaus. Wenn ich den Babyjachen jetzt da setze, geht er aufs Lager und da geht er auf eine Kaserne. Okay, naja, dann holen wir uns wenigstens den ganzen Bonus hier in der Low-Liga, wo ich im Moment bin. Also Clanspiele, ich hoffe, ihr hattet auch dort Erfolg, seid schon durch oder was auch immer. Und freut euch schon auf die Rewards. Ich hatte das ja, glaube ich, in einem meiner Videos schon rausgespoilert, was es gibt. Und ich lag auch richtig, also Supercell ändert das ja manchmal. Also das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Gerade wenn Supercell nochmal so einen Tag vorher hingeht und sagt, ah, Tier 5 ändern wir jetzt doch nochmal. Es gibt nicht das Buch des Heldens, sondern es gibt, was weiß ich, die Rune des Lebens oder sowas. Ist auch egal, wir haben hier 73%, den können wir abbrechen, dann fällt unser Warden nicht ganz so lange. 10 Pokale wieder dazugekriegt, also so kann ich das hier machen. Ich habe jetzt natürlich keinen Warden, aber ihr wisst, ich nehme einen Warden hier gleich mit Level 20 und dann ist das Geschichte. Also die Clanspiele hier ganz, ganz easy peasy drin. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr diese Angebote hier nutzt. Ja, nein, vielleicht. Oder mal gucken und ob ich sie am Sonntag nutze. Wenn ihr mir hier spendet, nutze ich die natürlich am Sonntag. Gar keine Frage. Nein, ist natürlich ein Witz. Sollte alles nicht machen. Ich werde es trotzdem nicht machen, aber ich denke, wir werden einen schönen Sonntag irgendwo haben. Mal sehen, welche Uhrzeit. Ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto.